Hallo, was machen Sachen? Bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich euch kurz noch was sagen. Ich habe jetzt mit dem Amazon Partnerprogramm angefangen und euch spaßeshalber einen USB-Stick verlinkt. Das heißt, es ist so ein Amazon Affiliate-Link. Den könnt ihr draufdrücken, benutzen und sobald ihr was kauft, kriege ich von eurem Kauf einen kleinen Anteil. Ich fand es irgendwo lustig und habe das einfach mal genutzt. Mal sehen, ob mir das was bringt. Wenn nicht, egal, ist lustig. Werd einfach ähnliche Produkte verlinken, wie die, die ich auch zusammenbastel. Ihr könnt es nutzen oder auch nicht. Ist euch überlassen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr einfach irgendwas auf Amazon kaufen. Jetzt zum Beispiel einen ganz wunderschönen USB-Stick. Ich suche euch mal einen schönen raus, der halbwegs so aussieht, wie den ich bastel. Oder fangen wir jetzt mit dem Video an. Wie ihr sicher gesehen habt und sehen werdet, baue ich heute ein neues Game-Asset für euch. Es ist ein USB-Stick. Da das Modell jetzt auch relativ simpel ist und nicht so viel damit gearbeitet wird, habe ich den kompletten Verlauf vom Modellieren bis halt zum Platzieren in der Engine für euch in einem Video gemacht. Das konnte ich daher auch machen, da das Modell jetzt nur ein Mid-Poly ist. Sprich, ich musste kein High-Poly erstellen, um es auf Slow-Poly zu baken. Was das jetzt genau mit High-Poly und Low-Poly zu tun hat und was ein Mid-Poly ist, werde ich euch separat in einem Tutorial nochmal erklären. Was ich hätte vielleicht vorher machen sollen, was sinnvoll gemacht wäre, aber naja, lineare Führung ist halt überbewertet. Ich schmeiß einfach mal alles durcheinander. Generell habe ich geplant, dass ich mehrere Tutorials erstellen werde, was das 3D-Modellieren angeht. Vielleicht werde ich auch ein paar Sachen für Photoshop erstellen oder generell fürs Zeichnen. Das wird sich dann mal sehen. Aber das wird sich dann in Zukunft zeigen. Falls ihr also etwas Bestimmtes direkt wissen wollt, schreibt mich gerne an, schreibt mir einen Kommentar, damit ich das halt bevorzugt nehmen kann. Im Internet gehe ich einfach so das durch, was mir jetzt als nächstes in den Sinn kommt. Ja, das nächste werden jetzt halt erstmal erklären, wie die verschiedenen Modelltypen sind und wozu man die nutzt und wozu welcher Modelltyp jetzt geeignet ist. Ich werde mich natürlich auf die Game Assets speziell fokussieren, weil das ja mein Gebiet ist, aber ich werde auch andere Themenbereiche erwähnen. Der Vorteil halt beim Modellieren, dass man die Grundprinzipien alle relativ gleich hat, nur die weiterführenden Sachen, was man jetzt am Ende mit dem Modell machen möchte, ist immer ein bisschen anders. Je nachdem, wozu man halt das Modell benötigt. Aber dazu dann in dem gesagten Video, was, wenn es gut läuft, nächste Woche kommt. Ich bin momentan ein bisschen im Stress durch die ganzen Weihnachtstage. In der Gastronomie ist es halt zu der Zeit echt viel zu tun. Und ich arbeite ja als Spülhilfe in einem Restaurant. Und wir hatten die letzten 3 Wochen oder mehr, nee, schon, ja doch so ungefähr die letzten 3 Wochen halt jeden Tag eine Veranstaltung, irgendeine Weihnachtsfeier von der Firma oder sonst was. Da war echt viel zu tun. Wir haben alle, die dort gearbeitet sind, echt viele Überstunden gemacht. Das ging drunter und drüber. Ich bin jetzt echt froh, dass die Feiertage vorbei sind und es hoffentlich etwas ruhiger wird. Dann komme ich auch wieder zu mehr. Ich habe jetzt, ja, wie ihr seht, habe ich jetzt auch relativ wenig gemacht, da ich ja keine Zeit hatte. Ich war ja immer oben, habe gespült. Da blieb jetzt nicht so viel Zeit. Da blieb jetzt nicht so viel Zeit übrig, irgendwas anderes zu machen. Ich habe den ein oder andere Anfrage genommen, einfach nur ein bisschen Abwechslung zu kriegen. Ich habe mich jetzt an kein größeres Projekt gesetzt. Jetzt, der Sieg ist jetzt wieder das nächste größere Projekt, ja, dass ich halt nicht eben in ein paar Stunden einfach runterratter. Ich brauche für die 3D-Modelle ein bisschen länger. Ja, diese 3D-Videos dauern für mich ja halt länger. Ich bin es noch nicht gewohnt, die halt wirklich aufzunehmen, die flüssig darzustellen und muss halt noch viel rauseditieren. Bei den Sleepers geht das schneller, weil ich da jetzt so nicht viel mehr bearbeiten muss. Ich muss ein paar kleinere Teile rausschneiden, aber das ist jetzt halt nicht so die Masse wie jetzt noch für die 3D-Modelle. Und auch jetzt die Tutorials, die ich plane, die fressen nochmal vergleichsweise viel Zeit, weil ich ja da was erklären will. Ich schneide ein paar Sachen rein. Bisschen was habe ich zurückgelegt. 2 Videos habe ich jetzt in Planung, die ich machen möchte, wo ich jetzt halt auch schon Sachen zusammengesammelt habe und teilweise angefangen habe, was zu machen, aber die halt noch nicht zusammengesetzt habe, wenn man das so sagen will. Wie gesagt. Jetzt wird es ja wahrscheinlich wieder besser mit der Zeit sein. Jetzt sind ja die ganzen Feiertage, Feste und so weiter rum. Es sollte jetzt wieder ruhiger werden. Jetzt komme ich tatsächlich auch mal was dazu, was zu machen und nicht nur hoch in die Arbeit zu rennen und zu arbeiten, um halt komplett Überstunden zu machen. Aber es bleibt halt nichts anderes übrig in dem Betrieb, wo ich gerade bin.
sind halt alle momentan zu den Feiertagen, haben viele Überstunden gemacht. Es ist halt leider so, dass an der Arbeit oder in dem Betrieb, wo ich jetzt zurzeit arbeite, gerade zu den Feiertagen wirklich zu wenig Leute da sind und die Planung leider auch nicht die beste ist vom Personal. Das Essen ist super und auch die, man kann dort übernachten und so weiter, das ist alles kein Problem, aber die Organisation vom Personal, das ist eine Katastrophe. Das hat sich mir gerade jetzt zu den Festzeiten gezeigt, wo halt wirklich Not am Mann war. Wir hatten zu wenig Leute, es war zu viel zu tun. Die Leute, die da waren, wurden teilweise echt sinnlos geplant oder auch halt falsch eingeplant. Das hat mich besonders genervt. Zumal ich hatte angefangen dort und es war ausgemacht, weil ich jetzt zwei Arbeitsstellen habe. Einmal im Restaurant als Putzkraft und Spülkraft. Und dann habe ich noch einen Minijob an der Tankstelle. Das muss ich ja unter einen Hut kriegen. Das funktioniert nur dann, wenn das alles abgesprochen ist. Da hatten wir ausgemacht, dass ich dienstags, da das Restaurant ja dienstags zu hat, habe ich gesagt, okay, den Dienstag habe ich schon nochmal für die Tankstelle. Dann brauche ich noch einen Tag. Das haben wir dann gesagt, okay, das ist der Donnerstag. Da kann ich dann abends auch an die Tankstelle. Ja, also ich bin meistens abends an der Tankstelle. Nur mal so zur Info, also ich habe die Nachmittagsschichten oder die Abendschichten an der Tankstelle. So, da hätte ich schon mal zwei Tage. Ist jetzt halt blöd gelaufen, weil Dienstag der Tag, wo ich halt nicht im Restaurant bin, wo es halt wirklich zu ist und keiner dort ist. Es sind bei uns an der Tankstelle halt auch keine wirklichen Plätze frei, wo ich halt arbeiten könnte, weil da andere Kollegen diesen Tag schon speziell haben, weil sie halt nur an diesem Tag können. Ist jetzt doof für mich, ich musste irgendwie auf meine Stunden kommen. Also haben wir gesagt, das funktioniert so nicht, dass ich halt montags eine Doppelstunde quasi mache oder eine Doppelschicht mache, da ich montags zum Putzen da bin. Heißt, ich mache da die Apartments sauber oder einen Teil der Apartments. Und das funktioniert auch zeitlich, ist halt anstrengend, aber es ist ja nicht für immer. Und sich halt montagabends, jetzt nicht immer, aber manchmal der Abend noch an die Tankstelle gehe. War anfangs an für sich halt auch kein Problem für sie, dass ich halt nur montags putze. Da ja der Abend an für sich ja eigentlich auch nichts großartig läuft. Und gerade jetzt hat sich gezeigt, dass halt entweder die Dame, die das plant, keinen Plan hat, was sie tut. Oder den Leuten einen reindrücken will. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nichts anschuldigen, weil dann bin ich ja die Böse. Aber es ist halt leider so, es funktioniert nicht. Das ist Fakt. Wenn halt Leute schon eingetragen wird an Tagen, wo sie nicht können, was abgemacht war, was kein Problem sein sollte, geht nicht nur mir so. Mein Bruder arbeitet auch da oben. Und ständig wird er eingeteilt, wenn er Schule hat. Und dann ist es ja die Sache. Es ist nicht ihr Problem, dass sie einen falsch eingetragen hat. Nein, wir selber müssen jetzt einen finden, der uns vertritt. Was ja die Quadratur des Dreiecks ist. Sie baut Mist und Blödsinn und wir müssen das ausbaden. Ja, ich teile dich am Donnerstag ein. Wie, du bist Donnerstag nicht da? Weiß ich nichts. Und er muss eine Vertretung finden. Das ging jetzt schon ein paar Mal so. Also mir geht das echt auf den Zeiger. Auch das generell das Plan. Man kann nichts anderes außer Arbeit planen, weil man nicht weiß, wie sie einen einteilt. Gibt auch nichts, wo man das festmachen kann. Und wenn man dann mal sagt, ja, an dem Tag brauche ich frei. Nee, da kannst du nicht. Da musst du herkommen und die teile ich dann auch ein. Einfach wahrscheinlich nur, um irgendwelche Komplexe auszuarbeiten, weil sie keiner lieb hat oder was weiß ich, was sie für ein Problem hat. Oder wie gesagt, einfach planlos durchs Weltall macht und einfach Dartpfeile wirft, wer wann kommt, was weiß ich. Teilweise, da ist jetzt zum Glück der Zug an mir vorbeigefahren, sind Kollegen von mir. Die sind eingeteilt einmal der Abend und dann den nächsten Morgen. Sprich, die stehen ja gut und gerne mal bis 2 Uhr abends in der Spülküche, machen dann Schluss und dann später um 9 Uhr der Morgen wieder anzutanzen. Ich weiß auch nicht, warum die Leute sich das gefallen lassen. Bei mir hat es dann auch einmal probiert. Ich habe es einmal mitgemacht, habe es dann auch gleich im Chef gesagt, dass das so nicht auf Dauer funktioniert. Wenn es im Mar ist, weil Not am Mann ist, jemand krank ist, okay, sehe ich ein. Aber dass jede Woche oder so, oder selbst wenn es nur jede zweite Woche ist, man eine Schicht, so eine krasse Schicht hat, dass man halt 8 Stunden irgendwo steht, spült, bis um abends um 2 Uhr. Und dann soll man den nächsten Tag um 9 Uhr schon wieder parat stehen. Also das funktioniert so nicht. Da hat er mir auch recht gegeben und ich musste seitdem
solche Schichten nicht mehr machen. Gut für mich, schade für die anderen, dass sie halt sich das gefallen lassen. Und irgendwo muss man sich ja selbst auch der Nächste sein, finde ich, und sich halt nicht kaputt arbeiten. Das ist ja auch nicht Sinn der Arbeit, dass man halt im Sinne der Arbeit arbeiten geht. Ich möchte arbeiten, um ein Leben zu haben und nicht leben, um zu arbeiten. Gut, ich spare jetzt auch für die Uni und muss halt sehen, dass ich halt möglichst schnell möglichst viel Geld an die Seite schaffe, dass ich halt genug zusammen habe, dass ich im März auch weiter studieren kann. Aber so wie es jetzt weitergeht, sieht das schon mal ganz gut aus. Ich werde mich jetzt im Januar oder ich werde mich jetzt die nächsten Tage mal mit der Uni zusammensetzen und mal nachfragen, wie es aussieht mit meinem letzten Semester, das mir fehlt fürs Diploma, ob und wann ich da weiter studieren kann. Also, dass ich da weiter studieren kann, habe ich jetzt eigentlich keinen Zweifel dran, weil wieso sollten sie mich absagen? Es ist jetzt noch ein Semester und wenn ich das Semester bezahle, sollten sie eigentlich nichts dagegen haben. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Also da sehe ich gute Chancen. Das Schwierigste wird halt wirklich sein, das Geld zusammenzukriegen. Einen Großteil habe ich schon zusammengekriegt. Den Rest schaffe ich jetzt auch noch irgendwie. Den kratze ich zusammen. Zur Not über einen Darlehen. Immerhin weiß ich, wofür ich arbeite. Ich glaube, auch wenn ich jetzt kein Ziel wie die Uni hätte, würde ich mir das nicht gefallen lassen, da oben zu arbeiten, weil es ist halt ein sehr weiter Weg. Die Arbeit an sich ist ja schon okay, aber das Drumherum, das geht mir alles so auf den Zeiger mit dem, du kannst nichts planen, du kannst kein Privatleben daneben haben, weil du nicht weißt, wie du eingeplant wirst. Und versuch mal kurzfristig mal irgendwas zu planen. Du hast 2 Tage Zeit und dann sollst du irgendwas machen. Das funktioniert teilweise gar nicht. Ich kann mich schlecht mit Freunden treffen oder generell ein soziales Leben führen, weil ich ja arbeiten muss. Was ja halt auch total scheiße ist. Zumal ich habe ja nicht mal eine Volltagsstelle, sondern eine 30-Stunden-Stelle und da bleibt halt trotzdem weniger Zeit wie für eine Volltagsstelle. Ich hatte in der Fabrik auch schon mal volltags gearbeitet, da hatte ich wirklich mehr Zeit für mich am Ende, weil ich da geregelte Zeiten hatte, wann wer da ist und wusste, wann wer da ist und konnte halt wirklich dementsprechend auch was planen. Aber hier ist der komplette Chaos und ich habe auch, ja, hier ist dann halt das komplette Chaos und ich muss dann halt wirklich gucken, wie die Tage fallen, was ich machen kann. Da sich ja, wie gesagt, teilweise die Tage überschneiden und ich Doppelschicht machen muss, weil halt wieder blöd geplant wird. Und ich donnerstags morgens arbeiten muss und dann da abends nochmal an die Tankstelle muss. Obwohl ich ja Donnerstag eigentlich dort oben meinen freien Tag habe, aber das funktioniert ja nicht. Ist sehr frustrierend. Aber wenn es gut läuft, nicht mehr so lange. Ich mache da noch wirklich 3 Kreuze im Kalender, wenn ich wieder zurück an die Uni kann. Wie schon gesagt, ich möchte jetzt auch meine Arbeitsstelle nicht schlecht machen. Die Arbeit an sich dort ist echt okay. Mit dem Spülen halt sich und Putzen ist halt Putzstelle, Spülstelle. Ist in Ordnung, nur dieses Drumherum mit dem Plan, mit dem nicht funktionierenden Plan und dem Hin und Her. Und muss man allem hinterherrennen, jetzt wird irgendwie nichts getan. Ich habe fast 2 Monate darauf gewartet, meinen Arbeitsvertrag zu kriegen damals. Das war echt schon frustrierend. Zumal ich ja in der Zeit noch das Arbeitsamt oder das Jobcenter im Nacken hatte, weil ich ja da nur einen Minijob hatte. Und dann falle ich ja in dieses Arbeitslosengeld 2, ehemals Hartz IV Gedöns rein. Die ging mir auch sowas von auf den Zeiger. Oh, dieser Bürokratenwahnsinn ist ja nochmal ein ganz anderes Kapitel für sich. Was die Leute da auch alles mitmachen müssen, ist der schiere Wahnsinn. Papiere verschwinden und was weiß ich nicht alles ist es. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Arbeitsstellen gehabt und habe das Verschiedenste gemacht. Das hat halt alles sein Für und Wider. Aber das Räudigste, was ich je mitmachen musste, ist wirklich dieses Verfahren für diese Arbeitslosigkeit. Was das Amt sich da rausnimmt und einen behandelt, als wäre man wirklich irgendwie ein Untermensch, weil man halt keine Arbeit gerade hat, weil man studiert hat und halt noch nichts gefunden hat oder Studium halt in meinem Fall jetzt abgebrochen ist. Oder was weiß ich, warum man seine Arbeitsstelle verloren. Da kann so viel sein. Es waren Leute in den Kursen, die sind halt von jetzt auf gleich arbeitslos geworden, weil die Firma bankrott geht. Mein Gott, da kann der andere dafür doch nichts. Wie beim allen ist halt, die Scheiße schwimmt halt oben und die, die man halt wirklich als Hartz-IVer erkennt, sind halt wirklich, hier die mitten im Leben Asozialen. Was, ich sage ja, in den Kursen sind auch so viele normale Leute, die halt einfach untergehen und man muss sich halt so viel gefallen lassen von dem Amt. Und bis die dann halt auch mal aus dem Knick kommen. Das ist ja das. Du sollst da Zettel beibringen, innerhalb von Wochen, wo du halt keinen Zugriff drauf hast, weil das dein ehemaliger Arbeitgeber machen muss.
und kriegst dann vorne und hinten Drohungen, weil du die Zettel da nicht beibringst. Und die lassen sich dann teilweise monatelang Zeit, die Zettel zu bearbeiten, die du ja nach eine Woche oder so schon anbringen sollst. Das ist echt der Wahnsinn. Alles nicht so einfach. Egal wie man es macht, ist alles nicht so einfach. Ich hatte auch schon Arbeitsstellen, das ist echt jetzt gerade die Arbeit als Minijob an der Tankstelle ist super. Ist halt nur ein Minijob. Dementsprechend kriege ich halt nicht so viel Geld dafür. Aber die Arbeitsbedingungen an sich sind echt klasse. Die anderen Mitarbeiter sind super, der Chef ist super, die Arbeit an sich ist echt entspannt. Na gut, ist halt auch eine Tankstelle in einem kleinen Ortschaft und nicht in der Großstadt. Da weiß ich auch nicht, wie es anders ist. Aber naja, er hat schon den einen oder anderen Scheißjob. Vielleicht erzähle ich darüber auch mal in einem Video, was ich halt so alles schon mal, was ich da schon alles schon mal gemacht habe und machen musste. Wäre eigentlich auch eine gute Videoidee. Lebenslauf oder so, keine Ahnung. Mal sehen. Dann, ja, danke für die Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Tag noch.